Das Mägdlein trat aus dem Fischerhaus, die Netze warf sie ins Meer hinaus. Die Netze warf sie ins Meer hinaus, ins Meer. Netz ihr ging, die Fischerin doch die Herzen fing, die Herzen. Die Winde streifen so kühl umher, erzählen leis eine alte Mär. Erzählen leis eine alte Mär, eine alte glüht im Abendrot. Die Fischerin fühlt nicht Liebesnot im Herzen, im Herzen. Ja, also was ist eigentlich eine Fantasie? Also das ist die Frage. Das ist, was passiert in unserem Gehirn eigentlich. Passt eigentlich für Titel, für diesen Gesang. Ja, und ich glaube, Mahler lässt uns das allein zu antworten. Ich denke auch. Dass diese Musik so neutral ist, dass wir allein schauen können, ob es mehr wie eine Fischerin klingt. Oder eher melancholisch und schmerzhaft. Man könnte sagen, dass wir malen ein Bild, was Maler auch gemacht haben. Oder? Quasi. Und dann muss andere dieses Bild interpretieren. Genau. Ich denke, das ist das Ding mit diesem Lied. Weil eigentlich ist das außer Kontext, oder? Was nicht schlecht ist, aber eigentlich ist das ein Teil einer größeren Geschichte. Ja, und wir in diesem Moment, wenn wir das Lied hören, wir wissen nur, dass sie keine Lust auf Liebe hat. Sie verführt nur Männer und möchte nichts davon haben. Aber später, wenn sie Don Juan trifft, dann wird sie zum ersten Mal die Liebe fühlen. Ja. Und das wissen wir nicht aus diesem Lied. So, die hat am Ende auch verstanden, wie diese Männer sich gefühlt haben. Ja. Aber ich finde das interessant, weil das hier ist wirklich nur so ein Bild. Und wir bekommen dieses Bild mit diesen Fischermädchen und diese Fischerhütte und die See, die im Abendrot liegen und so. Und da müssen wir selbst allein darüber denken. Also eigentlich, was passiert dann in unserer Fantasie? Ja. Liebesnot im Herzen.